Fußballerisches Vorbild. Zinedine Zidane. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Dein Plan B, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Würde wahrscheinlich irgendwo im Büro sitzen. Dein härtester Gegenspieler? Boah, härtester Gegenspieler. Fällt mir auf die Schnelle keiner ein. Deine Stärken? Mein linker Fuß. Schwächen? Mein Kopfballspiel. Eine Traumliga, in der du gerne spielen würdest? Deutsche Bundesliga hätte ich gern gespielt. Traumclub gleich in der deutschen Bundesliga auch? Na, da habe ich immer auf Real Madrid ein bisschen geschaut. Kann auch werden, oder? Bin schon zu alt, glaube ich. Kein Spätzünder? Ja, Spätzünder vielleicht, aber so spät auch wieder nicht. Ein Tag möchtest du tauschen mit wem? Ja, wenn wir beim Fußball bleiben, dann mit Zinedine Zidane. Okay. Lieblingsstadt? Lieblingsstadt? Ja, New York war nicht so schlecht. Ist das auch gleichzeitig dein Traumreiseziel? Ja, war ich schon. Bin nicht einer, der was 10-mal zu einem Ort fliegt, sondern schauen wir lieber was anderes an. Aber New York war schon ganz vorne dabei. Was war dein Kindheitstraum? Fußballer werden. Immer schon? Immer schon. Der Mitspieler mit dem besten und dem schlechtesten Modegeschmack? Ja, der schlechteste ist momentan Alexander Schmidt, mit Abstand. Und der beste bin ich. So sicher? Ja, sicher. Wer legt bei euch die Musik in der Kabine auf und was ist das für ein Geschmack? Ja, ich habe immer Hoffnung, dass Stefan Gölles das macht, weil er meinen Musikgeschmack sehr gut trifft. Leider darf er nicht immer. Wenn dann Alexander Kofler oder Conor das in Unwesen treiben, dann wird es mir teilweise zu viel. Einen Sport, den du außer Fußball ausübst? Tennis. Wie lange schon? Immer schon. Finde ich einen coolen Sport, einen coolen Ausgleich und spiele ich gerne. Einen österreichischen Sportler, den du bewunderst? Ja, früher war es Andreas Herzog. Social Media ist für dich? Ja, mittlerweile ein lästiges Muss. Ligaportal? Ist eine coole Geschichte. Schaust du wahrscheinlich täglich an, oder? Ja, täglich ist jetzt übertrieben, aber ich schaue immer wieder mal hin. Hast du ein Haustier? Nein. Das braucht der österreichische Fußball. Das braucht der österreichische Fußball. Internationale Erfolge. Einführung des Videoschiedsrichters, gut oder schlecht? Grundsätzlich gut. Danke.